Guten Tag und willkommen zurück zu Let's Play Pflanzen gegen Zombies mit Mitakra. Der Wecker ist jetzt eingeschaltet. Er läuft. Ja, okay. Und der Part geht weiter. Die Aufnahme geht weiter. Das Spiel geht weiter. Alles geht weiter. Ja. Was ist rosa? Kann fliegen und ist geistig behindert. Ein Flamongo. Was ist rot und steht an der Straße? Eine Hagenutte. Was ist grün und trägt ein Kopftuch? Eine Gürkin. Ja. Ich sollte nicht alle gleichzeitig raushauen. Dann bleibt ja nichts für später übrig. Von den tollen Witzen. Ja, Ironie ist ein schönes Stilmittel. Stilmittel. Bom, bom, bom. Apropos Stilmittel. Leute, die das sagen, beweisen ja eigentlich, dass sie die deutsche Rechtschreibung verstanden haben. Andererseits beweisen sie, dass sie, ja, andere Rechtschreibungen nicht verstehen. Was ich mich auch frage, Lese-Rechtschreibschwäche oder wie das heißt, also wo man sich nicht merken kann, wie etwas geschrieben wird. Oder liegt es wirklich am Merken oder wie jetzt? Haben diese Leute wirklich ein schlechteres Gedächtnis? Denn das ist ja eigentlich, ja, man könnte ja auch argumentieren, dass es ja Merken ist. Man merkt sich ja, wie ein Wort geschrieben wird. Oder, naja, nicht, nee, es gibt ja Regeln, Rechtschreibregeln, okay. Weg mit dem Gedanken, der Gedanke war Schwachsinn. Denn besser als Schwachsinn ist nur Starksinn. So. Und noch einmal. Geil. Dreimal von oben nach unten. Das gefällt mir. So, hier ist am besten. Schade daneben. Okay. Hier noch einmal. Du musst da mal weg. Danke. Geld, 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 Geld. Brauche ich eigentlich gar nicht. Warum tue ich einen auf Juden? Nein, ich habe nichts gegen Juden. Ich habe nichts gegen Juden. Das Gas regelt das. Oh Mann. Nee, das war nur ein Scherz. Das war nur ein Scherz. Schwarzer Humor muss auch mal sein. Langsam wird's ja kritisch hier. Alter. Okay, oben lasse ich das mal durchgehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Haha. Oh Mann. Und hier am besten auch. Da kann ich einfach nichts mehr machen. Ja, kann ich wirklich nicht. Außer so etwas kommt. Ich muss jetzt eigentlich nur noch diese Reihe schützen. Ach, da kommt nichts. Dann, wenn das so ist.
Kann ich ja auch wild drauf losballern. Das ist wieder Stuhlgang vom Breivik. Killershit. So, hier. Da verrecken schön viele. So. Sprengen es. Komm, 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 komm. Ja. Eine Walnuss. Worauf stehlen schwule Delfine? Auf Walnüsse. Oh Mann, nein. Oh, es tut weh. Ja, es geht normal weiter. Achso, den habe ich schon. Oh, den habe ich auch. Was soll ich jetzt nehmen? Einfach mal so. Ach, kein Rechen. Ah, scheiß drauf. Die Welt wird schon nicht untergehen, deswegen. Damals habe ich die Level auch so geschafft. So. Brains. Was gab's denn noch für schlechte Witze? Ach so. Was ist der Unterschied zwischen Spaß und Kurdistan? Spaß kennt Grenzen. Oder sagt ein Kurde zu seinem Spiegel, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Schönste im ganzen Land? Fragt der Spiegel, welches Land? Ja, das war auch alles. Mein Witzvorrat ist, ja, erschöpft. Naja, gefüllt war er nie, wirklich, aber, So. Brains! Ah, wenn die explodieren, lassen die also keine Blüten fallen. Gut zu wissen. Haha, ja! Taucht er genau da auf, wo ich den Duplinator hinpflanze. Das ist cool. Schon wieder. Ich bin einfach der Coolste. Das muss man zugeben. Ich bin Gott. Ja, ja, tot. Pom pom. Oh, auf den Desktop geklickt. 6 Minuten und 11 noch. Okay. Ach so, die. Oh, die Schüsse gehen also daneben. Okay, mal gucken. Wie viel hält er das aus? Okay, wenn er von Anfang an die Feuerkugeln abbekommt, dann hält er das nicht aus. Gut zu wissen. Oh. Ach, da sind die. Okay. Hier so. Na, ohne Pflanze, die wollte ich gar nicht aufsammeln. Also ich will sie schon aufsammeln, aber ich habe
Ja, ich habe eigentlich. Deswegen habe ich draufgeklickt. Wegen Geld habe ich auch automatisch die Pflanze aufgesammelt. Weil ich oft mehr als nur einmal klicke. Ja. Kann ich ja mal das pflanzen? Ich habe ja das. Ich habe ja die Sonnen. Solarenergie. Kommt ihr nicht durch? Kneten Moneten. Para, ich liebe Euros, doch nehme auch Dollar. Sei ruhig neidisch auf mich, ist kein Problem. Bitte sei nicht mein Freund, dann bleib mir mehr. Money, money. Ah, warum klicke ich immer auf den Desktop? Ist ja ekelhaft. Ekelhaft, ekelhaft. Ich weiß auch nicht, wie ich das verhindern könnte. Außer ich nehme im Vollbildmodus auf, aber nee, das ist mir zu behindert. Meine Mama sagt, alle Kinder, die mich ärgern, sind so neidisch auf mich, weil ich so besonders bin. Ja. Was passiert, wenn ich das mache? Okay. Die Blüten verschwinden dann nicht. Könnte man ja denken. Level 4. Okay, 1,8, ich komme. 1,8 oder was kommt jetzt? 1,8? Kommt jetzt wirklich 1,8? Ich weiß nicht. Okay. Wieder zwei Pflanzen, die ich sonst mitnehmen würde. Ist ja cool. So, was soll ich jetzt nehmen? Ja. Nochmal die hier. Ach, wieder kein Rechen. Nee, diesmal hole ich mir aber einen. Sonst vergesse ich das immer wieder. Nein, nicht speichern. Okay. 3 Minuten noch. Das ist. Ich bin immer noch davon geflasht. Von dem Timer. Genau. So, ja. Jalapeno. Oh, 1,7, nicht 1,8. Okay. Habe ich mich wohl vertan? Sop. Puh, ich habe vielleicht seit einen Monat, kann man das sagen? Ja, wirklich seit einem Monat kein Let's Plays mehr geschaut. Das ist irgendwie krass. Nur Domian. Ja. Ich muss mal weiterschauen. Ich hasse das eigentlich, wenn ich nicht mehr up to date bin. Bei den Let's Plays. Das ist mir schon so oft passiert in meinem Leben. Richtig eklig. Okay, jetzt habe ich irgendwie komisch geredet, als wäre das. Mein einziger Lebensinhalt. So. Brains. Ah, natürlich. Ah, ich kann aber auch gleich einen neuen pflanzen. Ist nicht, ist ja nur halb so wild. 1 Minute noch. Okay. Sonnen, Sonnen, Sonnen. Genau. Ich werde mir da einfach schlechte Witze gleich mal aussuchen. Im Internet. Mit Google. Flachwitze. Ach, einen kann ich ja noch bringen. Was ist die teuerste Tomate? Bankautomat. Ah, was ich mal hier ausprobieren muss, in diesem Spiel, habe ich gar nicht. Stimmt, das mache ich dann gleich im nächsten Level. Ja. Das probiere ich in jedem Spiel aus.
Ey, musst Part beenden, Spast. Okay, Spast. Tschüss.